sage, unsere Welt ist eine Welt der Zahlen. Sie sind gemacht, meiner Meinung nach, aber es ist eine Welt, in der einfach alles mit Zahlen ausgedrückt und berechnet wird. Ja, und da würde ich auch wieder sagen, ich gehe nicht in andere Bereiche, wo ich nicht wirklich etwas Profundes zu sagen kann. Ich würde sagen, aus der Forschung, wenn wir jetzt die qualitative und die quantitative Forschung mal sehen, ne? Die quantitative Forschung, klar, da geht es um Zusammentragen von Zahlenmaterial. Da kann man jetzt, ich will das Beispiel machen, man kann sagen, okay, 20% nach den letzten Shell-Studien oder auch den Kinder- und Gesundheitsstudien im Kindes- und Jugendalter, man kann sagen, ungefähr 20% der Kinder und Jugendlichen haben psychische Auffälligkeiten, irgendwelche Problematiken, die sich wahrscheinlich nicht besonders förderlich auf ihr Leben auswirken werden. 80% geht es gut, also wir haben so eine Zahlendimension. Aber was bedeutet das denn? Was sagt uns das? Es sagt uns nur, da gibt es einen Handlungsbedarf. Weil 20% in einer alternden Gesellschaft können wir nicht auf diese 20% letzten Endes auch aus ökonomischen Gründen schon mal gar nicht verzichten. Das heißt, es muss darum gehen, deren Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie auf die andere Seite kommen.